Hallo Leute, hier ist Tyro 1992 wieder und heute stelle ich euch wieder eine limitierte Edition vor, und zwar für PS4, PS Vita. Girls und Panzer, meine Güte, eigentlich hatte ich mir das schon mal bestellt und dann hat das irgendwie nicht geklappt und habe das Geld wieder gekriegt, aber scheiß drauf, hier habe ich sie jetzt, die Collectors Edition, Buja. Also jetzt erstmal zum Cover, sehen wir unsere fünf Mädchen aus Girls und Panzer, die den Hauptpanzer steuern, das ist Team Antennenfisch. Übersetzt und ja, machen schauen wir uns mal verändern. Hier sind nochmal die anderen Teams: Russland, USA, England und die gehört auch Japan, aber die sind an Deutschland angelehnt. Die haben nur deutsche Panzer. Und ja, machen wir die nochmal auf. Als erstes haben wir das PS. Ja, nochmal geht zu. Das PS4-Spiel an sich. PS4, das ist PS Vita. So, was aber ziemlich cool an der Edition ist, und zwar haben wir einmal OVA Nummer 1 dabei von Girls und Panzer. Und OVA Nummer 2. Dann haben wir hier, das hole ich jetzt mal nur so grob raus, das ist nämlich so ein Poster von den Mädchen im Bikini, es besteht so aus vier Teilen und dann wird das ein Teil. Mal gucken, dass ich mal, na gut, machen wir mal eins auf. Also so, und dann kann man das nebeneinander hängen und dann hat man halt ein wirklich sehr, sehr großes Poster. Weil wenn das jetzt nicht mehr reingeht, so wie es mal war, oh doch, perfekt. So, weil das ja nicht aufhängt, das bleibt halt hier schön drin. So, und was wir dann noch mit drin haben, wenn die hier mal zugeht, Dankeschön. Das sind hier so verschiedene, das ist erstmal noch so ein kleines Artbook. Hier sind die ganzen Panzer nochmal drin und die Mädchen sind hier nochmal drin und die Schlachtfelder sind hier auch nochmal drin. Also hier hat man auch wieder eine Menge zum Gucken. Mit dem PS Vita Spiel in der Hand. Ja, das ist das. Und wir haben hier noch verschiedene Cover für die Vita Hülle. Sagen wir die Mädchen von unserer Hauptbrigade. Dann haben wir Team Schildkröte war das. Team Adler, die gehören alle zu einem. Team Nilpferd und Team Hase. Team Ente, Team Löwe, oh, war das Nasenbär? Ich glaube ja. Hier sind dann die Engländer, USA, Russland, also ich würde normalerweise Deutschland sagen, aber die sind halt wirklich, ich meine, ihr seht euch das mal an. Aber die gehören auch zu Team Japan und das ist auch nochmal, waren das die aus Italien? Ich glaube ja. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass man hier von jedem Team eine Hülle hat. Und wisst ihr was, ich bin richtig unmainstream, ich nehme die Deutschen. So, dann kann ich das schon mal zur Seite legen. Ja, wie finde ich denn diese Collector's Edition? Also ich finde insbesondere, also hier ist so viel drin, also die OVAs sind hier mit drin, das Spiel und es sind wieder so viel Scheiße dabei, also das sind Collector's Editions, wirklich, das sind richtig geile Collector's Editions für nicht mal viel Geld. Okay Leute, das war die Review zu der Collector's Edition Girls and Panzer, das ist jetzt ein bisschen unchaotisch hier im Video, aber das werde ich jetzt gleich nochmal in Ordnung bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Tyron 1992, bis dann und ciao!